Ah ja, und hier haben wir, wie gesagt, Obervogel Gesamtbahnhof. Und was können wir hier in dem Waggon noch machen? Dass es hier auch so neblig ist, überrascht mich leicht, weil ich war schon öfters für Aufnahmen von diesem Nachtzug ins Elbtal gefahren mit der S-Bahn. Auch um hier mal den Obervogelgesang zum Beispiel durchfahren und aufzunehmen. Aber da war nie so neblig.